Dementsprechend glaube ich schon, dass die jetzt noch Volldampf geben werden. Spielen besser auch 4 bis 21. Abgab 21 und geht direkt los mit einer Schelle von Aileen. Absolut. Philipp ist noch gar nicht fertig hier mit Essen und muss schon muss eigentlich schon Replay und 1-0 und so. Schneller als gedacht. Das Coole ist, bei dem Aufeinandertreffen, man hat so Gegensätze. Auf der einen Seite hat man Aileen und Julia, die auf der einen, also die sind im ganzen Spiel super stark, aber glänzen insbesondere durch ihre Serves. Auf der anderen Seite hat man die Startlers, die auch starke Serves haben, aber insbesondere durch ihre Defense und ihr Teamplay und ihr Ingame glänzen. Dann haben wir Julia und Franzi, die auch vor 4 Jahren schon hier standen und gespielt haben und sich das Ding geholt haben. Und Aileen und Julia, die erst letztes Jahr so richtig ihren aufgehenden Stern hatten und jetzt voll am Round-Net-Himmel sind. Deswegen vom Storytelling her genau das Spiel, was man sich eigentlich wünscht, oder? Ja, total. Man hat auch gerade gesehen bei Aileen schon der Reverse zum 2-0. Da ist auf jeden Fall Angabendruck da. Das war auch tatsächlich in dem einen Spiel, was wir davor hatten, im Viertelfinale zu sehen bei Julia und Aileen. Im Halbfinale, das habe ich auf einem anderen Court gesehen und gescored, da war es tatsächlich weniger. Also da hat man gesehen, das Halbfinale ist deswegen auch verloren gegangen, weil sie da den Angabenpressure nicht hatten. Und Clara und Sophia, die jetzt im Finale stehen, das auch sehr gut angenommen haben. Das ist also das Element, was gefehlt hat. Da ist einmal das Netzmikro. Ja, da sind die routiniert. Danke. Jetzt sehe ich schon Bescheid. Und Starters, wie du gesagt hast, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Also wer hier mal irgendwann das Beam eingeschaltet hat, kennt die beiden. Und auch in der Kombination genau das, was wir jetzt sehen. Ganz falsch mit dem Kontertoren. War auch da wieder schöner Touch. Schon wieder der Touch, ey. Geiles Set. Das ist schön. Wir lieben schon die Rally. Oh, hier den Pocket. Oh, ist nicht bitter. Den hätte Julia so safe auch gehabt. Ja, der Ball wechselt jetzt schon. Jetzt das Ganze nochmal im Replay an. Das ist ein geiles Set. Vielleicht noch mehr Pullen wäre gewesen, aber schwierig. Jetzt steht Julia eigentlich schon wieder richtig. Aber er nimmt die Pocket. Ja. Und da ist Franzi dann komplett raus. Das hat uns. Aber ziemlich genau das ist das Beispiel. Ne? Also Schadlers in der Defensive immer sehr, sehr gut am Start. Positionierung, wirklich gut Athletik. Also schnell auf dem Boden, schnell wieder oben. Voll. Da merkt man halt das Volleyball-Gehen dann immer noch. Hast du heute auch schon tausendmal gesehen, der Pancake-Dive ist quasi der Signature-Move des Tages von den beiden. Aber es ist auch tatsächlich meine erste Erinnerung an die beiden, wie die 2020 hier irgendwie im Finale durch die Halle und ich glaube 6-7 Meter entfernt vom Netz den Ball hinterher diven. Ja, da gibt es dann so Videos, wie ich glaube Julia oder so rutscht und knallt halt so richtig hier in die Hallenwand rein, weil die dann natürlich auch einfach auf ihre Gewohnheit keine Rücksicht nehmen. Das ist schon die Stärke der beiden. Na, jetzt 2-3, also noch ein bisschen entspannterer Start. Start was ein Break zurück, aber bei einem Satz bis 21 jetzt noch nicht so das Riesenthema. Ist auch mal so ein bisschen die Frage, spielt Platz 3, wer so ein bisschen mit der Enttäuschung des Halbfinals dann besser umgeht, ne? Ja, also vom Kopf halt schon auch mal ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Und ich glaube, da haben beide Teams ein bisschen zu knabbern gehabt. Ja, also ich glaube, Aileen und Julia waren ja eher favorisiert im Halbfinale, haben es dann echt deutlich verloren und die Stadler ist halt erster Satz knapp gegen Tina und Nora, zweite war ein bisschen deutlicher, aber ja, auch eher favorisiert gewesen. Das heißt, ehrlicherweise, das Spiel hier vielleicht sogar eher fast das Finale, nicht in der Spiel Platz 3, ne? Antizipiert vorher halt, ne? Aber, habe ich eben schon dreimal, glaube ich, gesagt, wir lieben die Upsets. Ja. Alles, was nicht so passiert, wie erwartet, macht das Ganze doch erst interessant. Wobei, ich sag mal, All-In im Finale ist jetzt vielleicht nichts, was man nicht erwartet hätte, aber dass Sophia und Clara sich da reinspielen, richtig potenziell stark. Vorher nicht unbedingt jetzt aufgetippt worden. Obwohl auch All-In nach der Gruppenphase waren die beiden auch gar nicht mal so happy am Anfang und mussten sich da gut reingrooven. Deswegen nach der Gruppenphase heute finde ich das stark, dass sie sich so gut ins Turnier reingefunden haben. Leider Reverse von der Wien. Also, eigentlich da, muss das, ein bisschen was rübergehen. Genau, aber das ist genau die Thematik, wenn wir uns das angucken. Das Z ist eigentlich super schwierig, weil sie auf der falschen Seite steht, aber Franzi ist halt in der Lage, wirklich noch um das Set rum und sich mit dem Diving Pull da so reinzulegen. Das machen halt auch nicht viele Spieler immer so. Vor allem in der Halle. Ja, stimmt. Zu Schmerzen. Ja. Ja, aber das ist dann genau dieses Volleyball-Ding. Ja. So, das haben die sich vor Jahren raustrainiert. Ja. Das wehtut mit dem Hallenboden. Meinst du? Ah ja. Ich kriege ein Getränk gereicht. Ich werde das hier einmal auch öffnen. Steht 5-3 für Double Ding Dong. Hier, mit wunderschön. Julia mit ihrer sehr, sehr, Das gehört. Schöner Klang. Das war gleich durcheinander. Wenn man eine Krombacher Spezi frisch aufmacht. Hier, Toni, einmal für dich. Bitte schön. Ja, wie mache ich die andere jetzt auf? Also, ich habe noch einen Flaschenöffner. Ah, ich habe ja hier noch.
Julias Angabe wird es auch erkennen, wenn man nur den Umriss. Achso, ich soll das Amico machen. Nee, das ist zu spät. Das habe ich tatsächlich verkackt jetzt. Tut mir sehr leid. Gut. Gut, gut. Haben wir es? Wir haben es 5-5. Franzi im Aufschlag. Hat bisher immer den Aufschlag auf den Körper gewählt. Auch dieses Mal. Julia bringt ihn schön hoch, aber Aydin rutscht das Set ein bisschen weg. Ich glaube, sie guckt auch so ein bisschen hoch in die Lampen. Da ist natürlich immer schwierig, wenn man in der Halle tatsächlich direkt in die Lampe guckt. Dann ist es super schwer mit den Lichtverhältnissen. Ja, vor allem haben wir hier die Wettkampfbeleuchtung, also wirklich das maximale Licht. Es gibt verschiedene Lichtmöglichkeiten, das ist hier wirklich Wettkampf. Und ja, zweiter Fehler jetzt in Folge und da direkt das Timeout abgezogen. Ist auch fair. Also gerade weil beide Fehler eher Setting-Fehler und eher eigene Unforced-Errors waren, ist das ein absolut guter Call, jetzt Ruhe reinzubringen, bevor man jetzt einen Break nach dem anderen verliert. Ich meine, ist früh im Satz noch, ne? Kann man immer argumentieren, wenn man es jetzt nimmt, dann hat man es später nicht mehr, aber es bringt dir auch nichts, wenn du es später noch hast, aber schon mit 5 Breaks hinten liegst. Ne? Von daher ist wahrscheinlich die Idee da. Ja, mal schauen. Was war so im Halbfinale los? Guck mal hier, was noch im Chat so ging. Wurde gelobt für euren Kommentar. Das kann ich mir vorstellen. Hat auch Spaß gemacht. Werde ich mir Real Life auch nochmal angucken. Wobei. Und dann kriegen wir so einen Rückmeldungs-Cheat. Ja, aber nur mit positiven. Ja, genau, nur mit positiven. Das war nicht so gut. Okay, also das glaube ich, dass ihr das schon gemacht habt. 7-5. Ja. Kannst du im Serve? Der Fehler tut weh. Aber geht noch. Ein vor. 6-7. Wirkt auch nicht so ein bisschen nicht so glücklich, fühlt sich nicht so, glaube ich, nicht so in der Angabenzone auch. Wo sie dann zwischendurch auch im Viertelfinale und, glaube ich, auch in guten Spielen drin war. Absolut. Aber spricht ja nichts dagegen, dass sie die gleich wieder findet. So, gerade bei den ersten zwei Serves hat sie ja das Spiel mit einem Double Ding Dong eröffnet. Double Ding Dong, ja. Die Name auch sehr passend auch. Ja. Absolut. Ja, ist ja noch früh. Schade. Doch, am Anfang, als ich die Starters gesehen habe, ich gedacht, was sind das für Trikots? Das sind einfach die schwedischen Nationaltrikots von der WM, ne? Ja. Bild. Sind die auch super schön tatsächlich. Ja. Das sind, glaube ich, nicht die WM-Trikots, sondern die EM-Trikots aus Padua. Ja. Die haben die Pizza auf der, jo, Schulter. Das ist recht. Da ist jetzt gerade die Diskussion, ob es Rim oder Pocket war. Finde ich auch im Replay nicht ganz erkennbar. Ich könnte es nochmal zeigen, aber also Videobeweis nicht so richtig sinnvoll. Schon erst nach Netz aus, aber. Das ist auch aus dieser Perspektive super schwer zu sagen. Ich glaube, sie haben sich ganz einfach auf den Redo geeinigt. Und das ist im Endeffekt ja auch die Entscheidung, die man in der Situation treffen kann, wenn man keine Observer hat, um es rauszugeben. Aber jetzt auch irgendwas. Es war spannend, auch dann zuzuhören, was da so kommuniziert wird. Mhm. Ich kann es aber gerade leider akustisch nicht so mega gut verstehen. Ja, ich glaube, es war einfach nur nochmal so. Also, Alina hat mir gesagt, für mich war es fein. Ja. Dann geht es dann quasi darum, ob der Redo dann okay ist für alle. Ja. Aber manchmal ist es so, du hast dann den Call und dann ist so, eine Person ist irgendwie nicht so ganz zufrieden damit und dann willst du auch nicht direkt den Ball, den nächsten Ball wegzuspielen, sondern fragst du nach, hey, ist das okay so und können wir jetzt weitermachen und passt das. Und, ja, da wollte sich, glaube ich, nochmal vergewissern. Julia mit viel Schwung, den High Call würde ich. Ich guck mal nach. Der ist halt so schnell, der Ball. Super schwer. Nein, doch, der ist hoch. Ich glaube, ich würde ihn ihr geben, ja. Also, willst du ihn hochgeben oder willst du ihn clean geben? Ich würde ihn hochgeben. Ja, okay. Ja, ihn ihr geben, das ist völlig missverständlich formuliert. Ja, sein könnte, ja, und das ist der Punkt, wo sie gerade, glaube ich, überlegen, sich Observer dazu zu holen. JP steht schon auf. Ja, ich sag mal, du hast heute die luxuriöse Variante, dass du ja wirklich Männer alle hier rumlaufen, weil sie nicht spielen. Voll. Dementsprechend, wenn du so JP oder so Markus dazu holen kannst. Ich wollte gerade sagen, hat irgendwer Observer gesagt? Markus ist da. Ja, kein Problem. Stimmt. Ja, der kam auch, haben wir vorhin schon einen Witz gemacht, der kam vorhin durch die Hallentür und wurde direkt abgefangen. So, ja, du machst heute. Ja. Ich im Stream, ja, ich komme rein und.
Ah ja, wie Philipp im Stream, ja. Philipp kam auch rein, musste direkt in die Regie, das stimmt. Ja, ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also dadurch, dass das Finale jetzt nicht parallel läuft, haben die Jungs jetzt nichts anderes zu tun, außer darum zu daddeln und dann können die sich auch mal ein bisschen nützlich machen. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die sind einfach sehr, sehr qualifiziert, Observer zu sein. Und dann gibt es auch noch JP. Was? Nein, war ein Spaß. JP, also... Ich wollte gerade herausheben, dass JP einer derjenigen ist, die da absolut dazu gehört. Deswegen war es ja eine Witz, weil es ja offensichtlich ist, dass er nicht gemeint sein kann. Genau wie Markus. Schöne Annahme. Das war ein bisschen. Ist aber leider ein bisschen schwierig. Geht auf ihre linke Hand offset rüber. Ey, der war gut auf die Seite, aber der war ein bisschen zu weit drüber. Dementsprechend jetzt 8-8, also Ausgleich. Voll ins Gesicht, also, aber geiler Receive. Verwertet sie gut. Den muss man auch erstmal nehmen. Können wir uns den nochmal anschauen? Zu spät. Ja. Zu spät. Aber das Finish ist gut. Auf jeden Fall. Hat sich schön den Körper nochmal aufgedreht für. Auch Franzi bringt den Aufschlag gut auf den Körper. Und Aldin findet eine gute Lösung. Ah, das ist halt in dem Fall, wenn sie nicht rumrotieren und den Open offen lassen, also beziehungsweise Open und Pull offen lassen, dann ist es ein bisschen zu einfach. Cool. Da muss man die Mädels dann doch noch vor eine andere Herausforderung stellen, weil das machen die zu souverän dann. Da wäre wahrscheinlich das Mittel der Wahl, jetzt die Defense ein bisschen näher, gerade bei den On-Set-gestellten Bällen, näher ans Netz zu bringen. Ja, und auch so ein bisschen die einfacheren Schläge in Anführungsstrichen wegzunehmen. Also wirklich dann Open und Pull, weil das können die Mädels halt alle im Schlaf, sie eher zum Push oder zum Flick nach außen zu zwingen. War es auf dem Level auch mal sehr einfach gesagt, ne? Von außen so, ja, ich schiebe euch doch mal ein bisschen anders hin. Und dann. Boah, okay. Nicht. Erstaunlich. Ja, ja. Ich dachte, das hätten würden wir auf jeden Fall mitnehmen, das Geschenk. Julia geht in den zweiten, gibt ihm aber ein bisschen. Das stört. Das fand ich ganz spannend, wenn wir das. Warte, das Replay. Jetzt, Julia bietet ihr quasi, ja, geht dann aber ein bisschen weg auch, ne? Also sie könnte theoretisch richtig in den Block gehen, macht da so ein Funnel oder versucht den so ein bisschen nach oben weiterzuleiten, weil sie sieht, dass Franzi dahinter steht, also da ist schon richtig gut in eine Richtung gelenkt, den Angriff, und dann von Franzi hinten zugeschnappt. Absolut, und da sieht man halt tatsächlich die Stärke der Startler, diese Absprache untereinander und dieses Gefühl, wo steht die andere gerade. Ah, schade. Das ist echt unangenehm. Wir haben so eine gute Antizipationsfähigkeit dann auch an der Stelle. Ups. Ja, wir hatten gerade noch drüber gesprochen, ob das jetzt so geil ist aus zeitlichen Gründen, dass wir das auf 4 bis 21 spielen. Wenn das so weitergeht, dann reizen wir das wahrscheinlich auch komplett aus hier. Weil ich sehe das jetzt nicht sehr deutlich in eine Richtung gehen. So. Ja, mal schauen. Fußfehler. Ah, die Footballs, ich hab's eben nur aus dem Augenwinkel war im Halbfinale auch schon ein Thema, ne? Genau, und zwar auch der gleiche, dass sie auf dem linken Fuß auf der Vorderseite anfängt, nee, auf der Rückseite anfängt, dann auf die Vorderseite geht und dann noch rotiert und dann, glaube ich, nochmal so, also weil sie die Fläche ihres Fußes, das sind zwei verschiedene Punkte in dem Einmal. Sinne. Genau, und das hatte Kevin ja auch schon zweimal weggecallt und dann gab's auch kurze Diskussion drüber. Und oh, wie schön, schöner Reif noch drüber. Ja. Aber das sind so diese Feinheiten, wenn du halt das nicht häufig hast vielleicht auch, weil im Training guckt da jetzt vielleicht jedes Mal jemand drauf. Und hier mit den Observern ist halt dann der Nachteil, ne? Du holst die Observer ja nicht nur rein, damit sie für dich callen, sondern dann manchmal, wenn du Pech hast, callen sie auch etwas halt gegen dich, was du gar nicht dachtest, dass es überhaupt... Ah, schade. Ja, Info für dich, Toni. Ivo pennt bei Ulix. Perfekt. Wichtige Infos hier noch an der Stelle. 11-3 haben wir dann jetzt. Okay, Aline, zweiter Surf, 11-3. Geht auch die zweiten sicher, ne? Ja, voll. Haben sie gerade im Halbfinale fast gar nicht am Ende haben sie es gemacht, aber am Anfang sind sie wirklich, haben sie beide durchgezogen, weil sie ein bisschen ihrem Surf-Pressure vertraut haben. Es hat halt nicht so gut funktioniert, weil die ja viele Doppelfehler gespielt haben. Jetzt sieht man so ein bisschen auch die Umstellung 14-10. 14-11. Ja. Aber kann ja gar nicht so schief gehen. Nee. Dann 13-11, wa? Ja. 3-1, ja. Aber in die Richtung gehen gerade beide Teams.
ist auch tatsächlich nach vorne hin, wäre auch alles offen gewesen. Nee. Ja, aber da gehst du dann eher auf Nummer sicher und spielst dann lieber den Pull. Er ist auch noch so ein bisschen Luft nach oben gefühlt. Also jetzt gerade sind die Sideouts noch relativ entspannt, weil die Defense noch nicht so viel Druck machen und auch die Serves noch nicht so viel Druck machen. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr gleich. Waren sie vielleicht im letzten 5% für das Ende des Satzes auf? Die Block ist da, aber schwierig für Aileen gegenüber. Ja, geht ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, sie ist schon sehr nah am Netz drin und steht sehr fest auf ihren Füßen. Hat Markus direkt gefault? Markus hat gesagt, Markus hat so schnell observed, dass ich gar nicht gesehen habe, was er gemacht hat. Auch ein Observer. Aber Franzi eigentlich... Geiler Touch. Der Franzi wirklich, glaube ich, noch gar kein Doppelfehler bis jetzt. Ja, ich glaube, ein. Ja? Oh, oder war das im Spiel davor? Weiß man irgendwann nicht mehr. Ja, ja, ich würde lügen. Ja, oh, halt nee, aber super konstant. Auch hauptsächlich mit dieser Variante aus dem Schritt. Power. Halleluja. Aber das sind halt diese Power Stands. Die kommen aber unfassbar flach, weil sie ist extrem flach getroffen, geil. Geiler Winkel, leichter Cut. Aber alleine durch den Stance und durch den Schritt nach außen schon viel Winkel. Der geht auch als Reverse, ist aber für Win. Der Pi hat es nicht gesehen. Ja, schwierig auch. Nicht. Aber sehr schöne, sehr klare Kommunikation, sowohl von den Spielerinnen als auch von den Observern. Wieder dran jetzt halt, ne? Also, ein Break dran. Vielleicht holen sie jetzt direkt auch wieder das nächste. Ja, schade. Und jetzt ist nämlich auch wieder der Shift zu, ich habe gerade einen Ass durchgehauen, kann das. Und ich ziehe jetzt wieder beide Aufschläge durch. Ja, weil jetzt der Reverse danach war auch super, super knapp. Der war wahrscheinlich vorne am Rhythm, aber wenn der dann durchgeht, dann hast du dann 15-15 stehen. Also, das gibt schon Selbstvertrauen jetzt. Wir mit der linken. Der Step-Out und aufgelegt. Den hat sie jetzt zum vierten Mal, glaube ich, durchgekriegt. Ja, und das ist ja die Frage, ab wann dann reagiert wird. Aber das ist halt das Problem des Aileen im Zweifelsfall, wenn dann jemand krass auf den Pull geht, dann schiebt sie dann pusht sie den halt gerade durch. Oder schiebt den Open durch. Also das ist dann auch irgendwie, da haben die ja das Talent auch alle. Obwohl ich sagen würde, geh näher dran und schieb da rein und nimm ihr erstmal den Schlag, mit dem sie sich wohlfühlt. Weil sie würde den ja nicht machen, wenn sie sich nicht mit dem Schlag jetzt gerade wohlfühlen würde. Und dann zwingen sie erstmal dazu, was zu verändern. Ja. Schöner Abschluss von Franzi. Ja, genau. Also voll auf jeden Fall. Erstmal rangehen, ein bisschen mehr Druck ausüben, damit er nicht noch ein fünftes Mal in Folge offen durchkommt. Ich würde mal jetzt sehen, ob sie es dann gleich hinbekommen, wenn Aileen das nächste Mal angreift. Aber ich finde es auch tatsächlich in-game unfassbar schwierig, sowas zu erkennen. Und selber dann in dem Moment zu merken, ah, okay, mir ist gerade der Ball, also kurz nach dem Ball denke ich, okay, beim nächsten muss ich darüber. Und dann, super schöner, flacher Abschluss. Julia fragt, ob der clean war. Markus called den Rim. Markus called den Rim, aber Kevin sagt, nee, ist nicht sicher. Okay, also, jetzt läuft auf Video raus. Ja, weil das, also generell bei den Observern immer so ein bisschen das Problem, wenn einer direkt was sagt, weil das ja nicht unbedingt der Einzige ist, der was gesehen hat. Deswegen gut, dass wir jetzt nochmal beraten haben und gesagt haben, machen wir nochmal. Komm ran. Ja. Boah, geiles Set. Alter. So schön. Das waren die Startlers, wie sie im Buche stehen. Ich wollte es gerade sagen. Wenn du Startlers googelst, das ist das erste Video, das kommt. Einmal Flug, zweimal Flug und noch ein drittes Mal. Ja, schön. Also wirklich keine Ballberührung war mit beiden Füßen auf dem Boden. Ah, schade. Stehen aber eigentlich gut. Und dieses Mal hat Julia da den Druck gemacht. Ja, aber dann siehst du das. Dieses Mal zugewinnt. Genau, natürlich aber dann, hat Aileen das Talent, das halt, zu machen. Aber du machst es ihr schwieriger. Genau. Ja, voll. Und erstmal aus der Comfortzone rausbringen. Schöne Annahme von Franzi. Das war brutal. Da war nicht so viel Platz, ne, Aileen? Richtig geil. Ah, das ist schon wieder richtig schön zuzugucken. Das macht schon wieder richtig viel Spaß hier. Hey. Ja,
aufschlagt, wieder drauf. Ah, der ist in der Pocket. Aber da haben Julia und Franzi auch einfach super viel Druck wieder im Netz aufgebaut und haben Julia grob in dem Moment richtig zum Nachdenken gebracht, okay, wie komme ich irgendwie an denen vorbei? Und daraus resultieren dann ja schlechtere Abschlüsse. Ey, das macht... Okay, schade. Das macht ja auch einfach... Also ich habe das auch, wenn ich zum Netz gehe und da stehen auf einmal dann so zwei Leute relativ nah dran, so um meine Hütze rum. So, weil du brauchst dich dann auch nicht... Du müsstest ja dann irgendwie auch in die Reihen laufen, um hinterzukommen oder so. Aber du willst ja eigentlich richtig abschließen, dann hast du erstmal schon Schiss, weil du nicht weißt, wo ist was frei. Hast du gesehen? Das war der Extreme. Franzi stand genau richtig. Ja. Und damit der erste Satz dann doch relativ deutlich an die Startlos. Hätte ich also am Anfang Double Ding Dong vorne gewesen mit ein, zwei Breaks. Dann aber, ich sag mal, gesamten Satz wahrscheinlich die Defensivfähigkeit der Startlos den Unterschied gemacht, oder? Ja, schon. Die Ruhe immer wieder dann einen Break durchgekriegt. Und sauber gespielt. Keine großen Fehler drin gehabt. Und selber die Abschlussqualität meines Erachtens auch jetzt nochmal deutlich höher als im Halbfinale. Ja. Da kann es natürlich auch sein, dass sie da an einer anderen Stelle unter Druck mehr standen. Aber sie kriegen gerade viel mehr Variationen wieder rein in ihre Abschlüsse und geben da Julia und Aileen wenig Chancen, an die Abschlüsse dran zu kommen. Das stimmt, ja. Und Julia und Aileen, so ein bisschen das, was sie halt ausmacht, eben das Double Ding Dong, ne? Zwei Leute, die super viel Surf-Pressure machen können, das fehlt jetzt gerade noch ein bisschen. Mhm. Also zwischendurch haben wir es bei Aileen so ein bisschen durchblitzen sehen, bei Julia... Glaube ich in diesem Satz, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kein Ass durchgeflogen. Ja, ich glaube nicht. Ja. Wenn sie das rankriegen, dann. Ist auch immer einfach gesagt, ja, einfach mehr Asse. Ne? Ja, ist natürlich, also ist ja nicht so, als wenn sie es im ersten Versuch nicht, im ersten Satz nicht versucht hätten, aber ja, vielleicht dann doch nochmal 5% drauflegen zu können, vielleicht doch die zweiten mal durchzuziehen und nicht so drauf zu flanken. Ja. Weil dann gehst du halt im Zweifelsfall im zweiten auch mit einen Doppelfehler raus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du doch mal eintriffst und dann eher den Punkt machst, weil das Reinflanken, ich glaube, gegen Julia und Franzi ist das ein bisschen schwierig. Ja, andersrum, Julia und Franzi genau mit der Strategie gerade erfolgreich. Ja, genau. Advanced Contender Finale können wir leider nicht zeigen. Das findet nämlich dadurch, dass wir viele Teams hier haben und jedem Team Platz zum Spielen bieten wollen, in einer anderen Halle statt, also auf der anderen Seite vom Campus. Dementsprechend können wir das leider nicht zeigen. Das wäre relativ schwierig, wenn wir das jetzt... Genau. Ja. Und nachgespannt gehe ich erstmal davon aus, dass sie das ganz gut im Griff haben. So, die spielen so lange schon, dass die... Ja, würde ich auch vermuten, dass sie das selber können im Zweifelsfall. Ja, ihr könnt abstimmen. Zweiter Satz, wer gewinnt. Wieder eure Coins reinwerfen. Aktuell 3.300-0. Und Bo fragt, ob jemand spontan Lust hat, morgen Contender zu spielen, weil Jonas krank ist. Bo, schreib am besten deine Handynummer mit rein. 0174. Was? Der Nummer 1 Seed, habe ich gerade gehört, ist spontan krank. Ja, was willst du machen, Krankheit? Also gerne bei Bo melden, vielleicht oder dein Instagram-Namen reinschreiben, wenn du die Nummer nicht haben willst. Wahrscheinlich besser. Ja, das sind ganz viele komische Anrufe. So, weiter geht's hier. Schnitterkoppel. Okay. Ist auch hoch. Nelson, die Frage können wir leider nicht beantworten. Das Ganze ist von der Turnierorga so festgelegt und dementsprechend wird hier nach dem System, was von der Turnierorga festgelegt ist, gespielt. Ist auch witzig, wenn man so einen Satz unterbricht, weil irgendwas Geiles passiert. Das man will irgendwas erklären, dann sagt, geiler Surf. Einfach toll. Ja. Genau, es ging hier vor allem auch im Halbfinale noch darum, möglichst frühzeitig die Sachen und möglichst berechenbar die Sachen zu machen, sodass wir hier am Ende nicht in Zeitstress kommen oder nichts abbrechen müssen. Ja, ihr werdet das gleich auch, ja, wobei im Hintergrund sieht man es gleich nicht ganz, aber da wird gleich die Hallenwand noch runtergefahren, weil wir die eine Hallenhälfte freigeben müssen für ein Volleyballspiel, zweite Bundesliga. Das ist das, was wir im ersten Satz vermisst haben. Und da ist auch Julia und sagt hier, du weißt, das ist mein Surf. Ja. Der Julia hat auch so eine geile Ausstrahlung, ne? Die ist irgendwie so sehr ruhig, aber so ein Selbstbewusstsein dann auch. Ne? Das, wenn der clean ist, der clean, so schnacken wir gar nicht lang, finde ich geil. Ja, auf jeden Fall Hallenhälfte runtergefahren, weil da dann noch zweite Bundesliga Volleyball stattfindet. Und dann haben wir weniger Sets, deswegen war heute so ein bisschen Zeitstress. Und dementsprechend ein bisschen anders als sonst. Aber ist ja auch. Aua. Das tat weh. Ja, das brauchen wir nicht als Replay, oder? Nee. Philipp hat nicht. Ja, keiner verletzt, dann geht's. Aber, boah,
Kann das Knie aber auch in die negative Streckung und dann ist das ganz unangenehm. Aber ich sehe den Redo nicht. Der Hit von Julia war super schön, der ging zwischen der anderen Julia und Eileen weg und sie ist halt in der Nordzone gelandet. Aber auch nur, weil sie halt nicht rauskam, weil Julia da stand. Deswegen sehe ich gerade das Redo nicht. Ja, ist immer die Frage, hat Julia alles dafür getan, aus dem Weg zu gehen? Ich meine, sie steht gegenüber, sieht aber trotzdem schon, dass das Set auf ihre Füße fällt, dann könnte man schon einen Schritt nach hinten machen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also hätte ich jetzt auch vielleicht sogar gegeben für Julia, aber... Ja, naja. Nicht so wild. Dafür entscheiden die das Ingame. Wir gucken, wie der im zweiten wird. Zweiter Aufschlag, Julia, grob. Starker Server, starker Receiv. Ne? Warum ich da jedes Mal ein Ass frisst? Das ist nicht so schlimm. Deswegen spielen wir wieder und nicht gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Einreichungen sind beendet. Nach 5 Punkten wie immer. Startlass. 96% seht ihr die vorne. Jetzt gerade allerdings ist das Ergebnis nicht her. Aber Eileen und Julia haben vorhin auch gerade den ersten Satz 4-2 geführt. Von daher würde sich die Geschichte jetzt wiederholen, falls sie das Side-Off holen. Da ist der Defense-Touch. Schön viel Ruhe. Und sauber weg. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Auf einen 21er-Satz oder auf einen ganzen Satz gesehen, setzt sich dann doch einfach die defensive Stärke von den Startlers durch im Vergleich zum Surf-Pressure von Eileen und Julia, vor allem, weil sie den halt auch noch nicht auf dem Level bringen, auf dem sie ihn vielleicht heute schon gebracht haben. Hat den Call bei der Angabe mitgekriegt? Oh. Oder okay. Ja, also tatsächlich... glaube ich, fehlt die Konstanz in dem Surf-Pressure von Aileen und Julia gerade. So, wenn die ihr Niveau bringen, und zwar die ganze Zeit, dann wird es verdammt sportlich für Julia und Franzi. Aber die Receiven auch gerade super sauber. Das macht ja auch was mit dir, wenn du deinen besten Surf triffst und eigentlich schon das Gefühl hast, so, da fliegt jetzt einer durch. Und dann fliegt er einfach nicht durch. Ja, das nervt. Also, das ist richtig doof. Also glaube ich, dass es nervig ist. Ich kann da nicht relaten, aber ich denke, das passt schon. Ja, natürlich, weil du denkst, was soll ich noch machen, damit es hier mal Druck ausmacht. Und jetzt ein bisschen Setting. Ja. Und jetzt haben aber auch Julia und Franzi den Druck nochmal erhöht. So, Julia mit Buschen A. Ganz viel Power in der Angabe. Er kommt wieder durch. Ja, Rounded Router ist wenig besser, wenn du ein zweites Mal fragst. Sorry, aber wir haben gerade schon gesagt, dass wir Advanced Container gar nicht zeigen können, weil es in einer Halle stattfindet. Das heißt, das Streaming Equipment kriegen wir so schnell nicht in die andere Halle. Ich bin eigentlich gerade noch reingezogen von Franzi. Also versucht, den hochzukriegen. Okay. Wir haben es Fühlen wir. Knapp am Rim. Schöne Bewegung eigentlich. Bei Julia finde ich es auch bezeichnend, dass sie quasi immer ihren sehr, sehr klaren Ablauf in der Angabe hat. Und irgendwie so ihr klares Ritual, das gehört nicht alles biomechanisch dazu, diesen Aufschlag zu beschleunigen, aber es ist, glaube ich, für sie einfach so, ach das, dann strecke ich meinen Arm aus und dann ziehe ich den. Was bei ihr so, die macht so eine Kelle quasi, sie macht die Hand so seitlich und der Daumen ist immer wirklich komplett nach unten und dann immer durch und dann dreht sie um und dann zieht sie durch. Witzigerweise macht sie es auch beim Receive, kannst du mal gleich darauf achten, wenn sie receivt. Sie geht in den athletischen Stand und macht dann mit der rechten Hand einmal, berührt sie einmal kurz den Boden. Oh ja, hat auch das habe ich absolut aber auch häufiger keinen gesehen Mehrwert, jetzt in aber Zeit. So ein ritualisiert einfach, ne? Boah, stark noch gedeiht von Julia. Guter Versuch. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wenn bei den Starters jetzt auch noch der Surf-Basher dazukommt, dann wird es vor Eileen und Julia wirklich ganz, ganz schwierig. Weil dann ist ja die Defense und der Surf-Basher. Schöner Aufschlag von Franzi, dieses Mal nicht Option auf den Bauch gewählt. Geiles Set. Tolles Set. Man legt sich rein. Ja, aber... Gut, dass Eileen und Julia den durchbekommen, weil ich glaube, 8-5 wäre jetzt irgendwann schwierig. Geiles Set auch, der ist natürlich super schwierig. Ja, und vor allem, sie hat das Set im Rücken und sieht nicht genau, wo der herkommt. Den durchzubügeln ist richtig schwierig. Hier fand ich ganz geil, Aileen nimmt den Ball auf der einen Seite vom Netz an und geht direkt auf die gegenüberliegende Seite, stellt sich quasi vor Franzi, damit sie den kompletten Rundweg rumlaufen muss. Dann auch
gerade bei Beginnern sehr selten, dass dann wirklich auch mal die Position verlassen wird, um sich auf die andere Seite des Netzes zu stellen. Sehr cool. Eigentlich voll der schöne Touch gerade von Aileen. Hat sich so ein bisschen in der Hand weggedreht, aber von der Position her funktioniert das gerade eigentlich ganz gut. Ja, ein weiser Mensch hat mal gesagt, ein Touch ist ein Win. Absolut. Flip schon wieder raus. Und darfst du Sprüche nicht bringen mit Flip in der Regie? Dann weint er immer drin. Nicht bei einem. Ja, also. Oh, Störball. Ja. Ich war richtig Angst vor dem Bänderriss. Yes. So. Acht. Jetzt noch nah beieinander. Ich glaube, sie zündet jetzt ein. Ich sag, die zündet jetzt ein. Okay. Oh, called it, aber geiler Wiss. Nein. Aha. Okay, war nicht ganz der Outcome, den ich dachte. Also ich dachte nicht, dass es so abläuft, aber der war krass gezündet. Voll. Aber auch geil angenommen. Bei mir ist es manchmal im Kopf und es ist super unfunktional, dass das so in meinem Kopf ist. Aber wenn ich einen wirklich geilen Receive habe, will ich mich auf jeden Fall für diesen Receive belohnen. Und dann wird man zu sehr am Netz in diesem und jetzt jag ich den gleich weg. Ja. Und ich weiß nicht, ob es bei Franzi gerade genauso war, aber... Ja, sie müssen halt auch im Angriff mehr Druck geben. Also jetzt haben wir übrigens die Führung für den Uyar, weil der Uyar noch mal durchspielt. Sie müssen halt im Angriff auch die 100% Lösung haben, weil du kannst nicht mit 90% denken, dass du auf dem Level durchkommst. Ja, ich. Das Ding ist, das sieht man im Stream gar nicht, wie schnell der Ball ist. Also jetzt je 80% verlangsamt oder auf 80%, aber das ist, der ist auch so flach, ne? Ich dachte tatsächlich im ersten Moment, der wäre am Frontrim, aber im Replay gar nicht. Ja, aber es ist auch super knapp, das siehst du, glaube ich, auch selbst als Observer. Da kannst du auch vielleicht weniger nach Geräusch gehen, aber der war schon wirklich stark. Und das ist halt genau gerade der Faktor, der im ersten Satz nicht da war. Julia's Serves kommen jetzt gerade noch oben drauf bei den beiden. Ja, und wenn jetzt Aileen sich dann auch noch ein bisschen angestachelt fühlt und gleich auch noch mitmacht, dann haben wir hier ein Game. Definitiv. Und es surft sich besser aus der Führungsposition. Ja, voll. Ja, beziehungsweise, ich glaube, da ist auch jeder anders in seinem Mindset. Manche brauchen den Druck, so, ich lieg hinten, ich muss jetzt was reißen. Die anderen brauchen die Ruhe des, ich lieg vorne, ich kann entspannt mein Ding durchspielen. Aber das habe ich schon von einigen gehört, dass es einfacher ist, dann seine Aufschläge zu treffen. Ja, du weißt ja im Zweifelsfall, dass es nicht so schlimm ist, wenn du nicht triffst, weil du in der Führung bist, du musst die Breaks nicht unbedingt holen. Manche finden es aber auch geil, wenn sie sagen, ich muss jetzt das Break holen, ich muss jetzt die Angabe durchspielen. Ja, unterschiedlich dann. Ja, Step out, Daumen runter und... Okay, das macht die echt immer so Daumen runter, ne? So, und dann, so. Aber man sieht es wirklich so, dass diese Bewegung oder diesen Ablauf wahrscheinlich schon so ungefähr 9.433 Mal gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es exakt die Anzahl ist. Ja, sie hat mitgezählt wahrscheinlich. Mhm. Die wieder mit Grinzi und Mainzer in die Klinik gegangen sein. Die werden sich da wahrscheinlich mal so 4 Stunden pro Tag hingestellt haben für 6 Monate. Und dann meinst du, dass Grinzi da den Daumen runter eingebaut hat? Das glaube ich nicht. Nee, aber die werden sich das dann hingestellt haben. Geiler Aufschlag von Franzi. Ja, geht in beide Richtungen. Jetzt bringt sie wieder mehr die Variation von ich gehe auch mal auf die Seite und nicht nur die auf den Körperserves. Und dadurch werden die auf den Körperserves aber auch viel gefährlicher, weil dadurch kannst du dich ja viel schlechter darauf einstellen. Ja, voll. Ich meine, bei den ganzen Entwicklungen heutzutage mit Cut, Reverse Cut und Lefty und so weiter, so der gute alte Jam ist immer noch da. Der wird auch niemals aus der Mode kommen. Ja, und hoch da. Ich finde es absolut faszinierend, dass Franzi nicht, nicht umdreht für das Set, sondern wählt rückwärts über Kopf zu setten. Aber das ist auch so ein Volleyball-Ding, oder? So auch so rückwärts dann, also das ist, das können die aber auch beide, weil die kommen meistens mindestens in die No-Hit-Zone und wenn nicht sogar über den Rim. Voll. Aus 5 Metern rückwärts. Der Abschluss von Julia war dann leider ein bisschen zu leicht zu kriegen für Aileen und Julia. Dafür spiele ich dann, ne? So und aus dem aus der Geschwindigkeit so. Voll. Ah, geiler Abschluss. Wir haben ein Match, ey. 11-11. Naja. Ja, auch ein gutes Finale gewesen, ganz ehrlich. Aber spricht für die Breite bei uns im Turnier hier gerade, dass wir 2 sehr, sehr gute Finals anzubieten haben und auch noch 4 andere Teams, die da auch ihren Finger hätten hochhalten können. Kann man, glaube ich, jetzt schon, jetzt noch nicht zu früh eine Zusammenfassung des Tages geben, aber wenn man sich anguckt, das Level ist schon
Es war schon eine Werbung dafür, dass wir jetzt endlich auch mal hoffentlich regelmäßig ein Pro Division bei den Frauen haben, bei allen Masters. Weil das ist schon echt geiles Level. Definitiv. Und ich war eben zwischendurch in der Contender-Halle und da ist das Level auch richtig geil. Ja, ist viel schlechter, ne? Das macht nicht so den Unterschied. Es ist jetzt halt auch gut, dass sich wieder neue Teams auch für Pro qualifizieren. Dann steigt auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pro Division weiter stattfindet. Also ich glaube, Outdoor wird jetzt eher weniger das Thema sein, ne? Jaffa Cakes ist nämlich unter anderem im Finale, kann man jetzt schon was spoilern, und damit holt sich Raffaela Fund den Pro-Status. Damit Jessica Rielsheim hat auf der anderen Seite Golden Touch gegen Team Haddig auf A5, die waren auf 5 nach der Runde, sind im Halbfinale. Wiebke und Janne, das heißt da auch wahrscheinlich Wiebke oder halt eben das andere Team, das heißt da werden mindestens 2, wenn nicht sogar 3 oder 4, je nachdem. Auch noch dazu kommen, die einen Pro-Status haben, das heißt nochmal potenziell 2 Teams mehr, als die sich jetzt treffen will. 12-2. Wenn man jetzt einmal so krass drauf achtet, kann man es auch nicht mehr nicht sehen mit der Hand, ne? Ja, 3-2. Anzen bis jetzt so ein bisschen von den beiden, die mehr Surf-Pressure hat, oder? Auf jeden Fall. Julia auch immer mit Druck, aber Franzi mit den Varianten ein bisschen mehr noch. Dafür jetzt dann Julia mit dem schönen Hit. Defense Touch. Da muss man jetzt sagen, Julia steht sehr früh an der genau gleichen Stelle und kommt an den Ball, ohne sich zu bewegen. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was du haben willst als Offensivteam. Dass du den Ball genau dahin spielst, wo eine Person wirklich schon gefühlt eine halbe Stunde vorher steht. Das ist brutal stark. Das war der schwierigste Hit. Franzi und Julia decken Vor- und Rückhand ab, aber sich da rauszuspielen. Ah, ein kommt im Surf-Pressure. Das ist er doch. E4. Ja, man sieht jetzt im Hintergrund vielleicht auch die Hallenwand runterfahren. Also wir haben keinen Scheiß erzählt. Reverse sieht auch so aus, dass wenn der kommt, ganz, ganz eklig. Mhm. Vor allem mit viel Speed und viel Druck drauf. Ja, und er sieht im Vergleich zum normalen Cut nicht, also er hat nicht so viel Unterschied. Also ich würde ihn... Okay. Wir sollten immer mal Quatsch erzählen, dann will Julia nämlich das Gegenteil beweisen. Ja, die hört das, die hat den Klopf im Ohr und sagt, hey, Franzi macht mehr Druck. Nee, ich mach auch mal Ja, Druck. Vor allem habe ich ja gesagt, Franzi hat die Varianten. Ja. Und Julia ist so, guck mal, das ist meine Variante. Ja. Kurzes Trailset. Schöner Touch. Und jetzt geht's ein bisschen dahin, ne? Mhm. Geht's ein bisschen dahin. Zweimal 12 Pressure, einmal Defense. Jetzt ist 17-14. Ja, ich call, dass Julia keine Backhand-Aufschläge macht und dann macht sie 3 Stücke voll. Also jetzt, ich glaube, in der Situation wird sie auf den Lefty gehen. Oder halt auf den, mit dem sie eben gerade einen Ass gemacht hat. Gott, das. Boah, geiler Hit. Ja, da war die Defense noch nicht so ganz bereit, weil das Set war eigentlich relativ klar und durch den Laufweg nimmt der Hit halt Julia in der Defense komplett auf. Ja, genau. Es ist auf sie gestellt, geht von Julia weg, ist halt super schwierig für sie umzukommen. Voll. 5-7. So, jetzt muss Julia aber auch mal Gas geben. Ich glaube, es ist krass verwirrend zuzuhören, was Julia und was Julia alles so machen soll. Ja, stimmt, habe ich mir auch gerade überlegt. Julia auf Julia. Finish von Julia. Top Touch von Julia. Touch von Julia. Finish von Julia. Finish von Julia. Let's go. Ich hab doch zwischendurch aber einer Fall, weil es auf der Touch von Aline. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ist auf der Touch von Aline. Nee, der Touch auf. Der Block. Der Block. Ja, geiler Ballwechsel, aber das ist genau die Dinger, muss Double Dingdong halt dann holen, leider. Ja. Um dann jetzt noch ranzukommen. Aber irgendwie Stadler ist am Ende dann doch immer so, von 10 Ballwechseln gewinnen sie halt dann eben 6, also diesen einen mehr. Halt immer die Frage, wie ruhig das Set dann in der Ready auch noch ist. So, das Set ist super schön, super flach. Das zu verteidigen ist schon extrem schwer. Voll. Aber in der Ready brauchen wir dann auch die zumindest halbwegs zentralen Sets, oder dass da die Varianten drin sind. Das ist eigentlich das Schwierigste. Ja, total. Ja, jetzt sind wir bei 18-16 oder 16-18 aus Sicht von Double Ding Dong. Das heißt, jetzt müsste eigentlich mal ein Ding Dong kommen. Ja, jetzt safe drauf. Überbringen können wir auch.
Ja, da kann man auch mal die grobe Kelle rausholen. Muss ja nicht immer die feine Klingel sein. Also ist dann auch mal okay. Manchmal einfach pragmatisch spielen. Ja, bei dem Spielstand. Also da fängst du dann nicht an, nochmal einen Flick rauszuholen, sondern kühlst das Ding drüber und gut ist, ne? 9-6. Jetzt wird es langsam ehrlicherweise auch ein bisschen dunkel. Mhm. Wird schon noch was kommen. Die geht voll nach hinten. Ja. Oh, schade. Da fehlt ein bisschen die Ruhe im Set. Aber da siehst du mal, das ist ein Draufgetappter, weil die Annahme von Julia war ja vergleichsweise katastrophal dafür, dass das nur ein Draufleger war, weil du im Gedankengang wahrscheinlich schon im Hit bist. Ja. Und deswegen ist dieser einfach nur Hold-on halt super nervig, weil du den erstmal in Ruhe annehmen musst und dich weiter konzentrieren musst und nicht schon gefühlt weg bist. Julia und Franzi hatten ja Defense Touches in dem Satz. So. Und wenn du dir sicher bist, hab da eine Chance in der Defense. Ja, dass die das machen. Das ist absolut fair. Naja, voll. So, jetzt muss Julia mal einen rausholen, im zweiten, weil sonst 2017 ist, glaube ich, dann durch, ehrlicherweise. Ah, der Strategiewechsel wieder. Ja, das ist der ist super sauber weg. Ja, das wurde angesprochen, ne? Ich glaube, Putons gegen Stadlers. Wie gesagt, Abschlussqualität zum Halbfinale nochmal krass nach oben wieder hochgeschraubt. Und deswegen wird uns schon nochmal Druck mit Franzi. Aber der Putaway war wieder schön von Aline. Ja, und jetzt bei eigenem Sideout die Chance auf den dritten Platz. Matchball. Das heißt, Aline hat jetzt ein bisschen Time to shine. Musst du jetzt mal zwei durchhauen für das Unentschieden? Nichts, was ihr nicht kann. Ah, das ist schon ein bisschen natürlich. Ball auf den Reverse. Zweiten. Da werde ich, glaube ich, einmal kurz. Ja, ich glaube, Julia hat einmal kurz gesagt: Mach einfach, komm. Mach. Ja, jetzt. Ja, hat sie gesagt, hat nicht geklappt. Alles klar. Doppelfehler. Wir haben den dritten Platz des ersten Masters-Turniers der Saison. Der geht an die MRC Stadlers. Ja, Sharks Turnier gespielt, Gruppensieg geholt, dann im Halbfinale ganz knapp an Tina und Nora gescheitert. Ein Spiel, was sie wahrscheinlich, wenn sie 10-mal spielen, geht das 5-5 aus. In dem Fall haben sich Nora und Tina durchgesetzt. Und dann aber jetzt so weit gehen, würde ich sagen, den dritten Platz geholt.